Nachtvorlesung nachgefragt. So heißt unser Asklepios Informationsmagazin für Sie, liebe Zuschauer, hier im Internet. Und ich freue mich sehr, dass Sie auch bei dieser Ausgabe wieder dabei sind. Heute ist unser Thema Verletzungen bei Kindern und natürlich, wie man diese auch behandeln kann. Und an dieser Stelle stelle ich ja wie immer äußerst fachkundigen Besuch an meiner Seite vor. Und auch dieses Mal möchte ich es nicht ganz alleine machen. Deswegen herzlich willkommen bei mir im Studio, Privatdozent Dr. Marc Schuld, Chefarzt der Unfallchirurgie und der Orthopädie in der Asklepios Klinik Nordheidberg. Herr Dr. Schuld, Verletzungen an sich können natürlich in jedem Alter auftreten. Das hat mit Kindsein oder Nichtsein nichts zu tun. Aber wie bedeutend sind Verletzungen bei Kindern? Verletzen die sich womöglich häufiger? Nee. Ja, Kinder sind eigentlich es gewohnt, sich rumzutollen, sich körperlich stärker zu bewegen, als die meisten Erwachsenen es tun. Und letztendlich sind sie natürlich auch gewissen Verletzungsgefahren ausgesetzt. Ich finde persönlich, dass die Gefahr von Verletzungen im Kindesalter deutlich unterschätzt wird, insbesondere von Eltern, aber auch von zum Beispiel Betreuern im Kindergarten und in der Schule. Tatsächlich ist es so, dass Verletzungsfolgen die häufigste Todesursache im Jugendalter sind, leider. Mhm. Welche Verletzungen passieren denn bei Kindern womöglich besonders häufig? Das ist tatsächlich abhängig von Alter der Kinder. Also es ist ganz klar, dass zum Beispiel Säuglinge und Kleinkinder andere Verletzungen haben als Jugendliche. Bei Säuglingen ist es zum Beispiel so, dass sie entweder durch Kindesmisshandlung oder aber auch als Beifahrer in einem Pkw oder aber vom Wickeltisch fallen. Solche Verletzungen treten auf. Sie sind ja selber nicht mobil. Bei Kleinkindern sind das dann schon Unfälle im Verkehr, zum Beispiel hinterm rollenden Ball vor das Auto laufen, aber auch sehr häufig Verbrühungen. Und bei größeren Kindern ist es so, dass sie selber ja aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, zum Teil auch schon mit motorisierten Zweirädern. Da passieren natürlich auch schwere Unfälle. Mhm. Sie haben eben schon angesprochen, die Gefahr wird weitestgehend oder zumindest in vielen Bereichen unterschätzt. Da klingt so ein bisschen mit, dass sie womöglich besser vermieden werden könnten. Haben Sie da irgendwie konkrete Tipps an Betreuer, an Eltern und so weiter, wo man generell ansetzen könnte, um Verletzungen zumindest zu reduzieren? Also wenn man über Vermeidung von Verletzungen spricht, dann ist ja in der Presse und auch in Presse und Fernsehen sehr häufig eben die Rede vom Straßenverkehr. Mhm. Ich denke mal, die Gefahren, die vom Straßenverkehr ausgehen, die sind hinlänglich bekannt und letztendlich auch jedem bewusst. Und trotzdem ist es nach wie vor so, dass die meisten Kinder oder sehr viele Kinder auf dem Weg zur Schule im Straßenverkehr verletzt werden. Man sieht das also, wenn man die Unfallhäufigkeit auf die unterschiedlichen Tageszeiten aufträgt, sieht man das morgens früh, wenn die Kinder auf dem Weg zur Schule sind, dann ist eine ganze Weile Ruhe und im Mittags wieder, wenn sie auf dem Rückweg sind, passieren halt im Straßenverkehr die meisten Unfälle mit Kindern. Wie gesagt, das ist eigentlich allen bekannt und bewusst und es gibt auch genug Programme, die versuchen, diese Unfälle im Straßenverkehr zu reduzieren. Was viel weniger Augenmerk oder wo viel weniger Augenmerk drauf gelegt wird, ist so Verletzungen im Freizeitbereich, zum Beispiel Trampolinspringen, haben wir unglaublich viele Kinder, die sich beim Trampolinspringen schwere Verletzungen, insbesondere am Arm zuziehen oder Skateboardfahren. Immer wieder, das sind natürlich größere Kinder, die beim Skateboardfahren sich die Arme und Beine brechen oder aber auch reiten. Wir haben unser Krankenhaus am Nordrand von Hamburg, wo sehr viele Reiter unterwegs sind, auch Kinder. Und die kommen zum Teil mit sehr schweren Verletzungen, auch lebensgefährlichen Verletzungen, insbesondere am Kopf. Aber wo kann man da ganz konkret ansetzen? Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern dann sagen, naja, ich will meinem Kind auch nichts verbieten. Ich kann nur sagen, pass bitte auf. Also man soll es ja wahrscheinlich auch nicht gänzlich lassen. Nee, natürlich nicht. Man kann ja seine Kinder nicht anbinden. Aber es gibt ein paar Sachen, Verhaltensweisen, die man schon von frühen Kindesbeinen an antrainieren sollte. Zum Beispiel Fahrradfahren ohne Helm bei Kindern finde ich ein Unding. Sollte heutzutage nicht mehr sein. Mhm. Das gleiche gilt für Reiten. Mhm. Es gibt noch genug Reiter, die ohne Helm unterwegs sind. Es gibt auch spezielle Protektoren, die zum Beispiel die Wirbelsäule unterstützen. Das ist bei Erwachsenen häufig selbstverständlich. Bei Kindern wird dann auch aus Kostengründen dann nicht so ein großer Wert drauf gelegt. Mhm. Und ich hatte schon auf Trampolinspringen hingewiesen. Ich finde, das ist sehr häufig, fällt mir auf, dass es sehr häufig ist, dass die Kinder sich da schwere Verletzungen zuziehen. Sie müssen es ja wissen, zu Ihnen kommen Sie. Genau, und es ist häufig so, dass wenn man genau nachfragt, die Trampolinnetze haben kein Fanggitter an der Seite, kein Fangnetz. Das ist auch ein Extra, was zusätzlich gekauft werden muss. Und wenn man das Trampolin nur hat und die Kinder springen darauf rum, ohne dass an der Seite eine Begrenzung ist, dann springen sie auch schnell daneben und landen halt auf dem Rasen und tun sie entsprechend dann dabei weh oder verletzen sich. Jetzt wollen wir mal zu der Situation kommen, wenn so eine Verletzung dann leider passiert ist. Inwiefern muss man Verletzungen bei Kindern anders behandeln als die von Erwachsenen? Also wenn wir von ganz schweren lebensgefährlichen Verletzungen sprechen, dann ist das eigentlich das gleiche Behandlungskonzept im Großen und Ganzen.
Wobei bei schwerverletzten Kindern häufig Kopfverletzungen sehr viel häufiger sind als bei Erwachsenen. Aber glücklicherweise ist es so, dass hier die meisten Verletzungen Bagatellverletzungen sind. Und bei Kindern ist es glücklicherweise auch so, dass sie deutlich schneller und besser abheilen als bei Erwachsenen. Mhm. Weil selbst wenn zum Beispiel ein Knochen schief zusammenwachsen sollte, dann verwächst sich dies im Laufe des Wachstums, des weiteren Knochenwachstums noch, sodass da also ein Korrekturpotenzial besteht und die meisten Verletzungen folgenfrei bei Kindern ausheilen. Wie behandeln Sie dann Knochenbrüche jetzt mal ganz konkret, wo Sie das Beispiel schon aufgeworfen haben? Das hängt natürlich auch ab, erstmal vom Knochenbruch selbst und zum Teil aber auch davon, wie stark der Knochen verschoben ist oder wie instabil er ist. Mhm. Also bei Kindern ist es anders als bei Erwachsenen so, dass die meisten Knochenbrüche noch konservativ, das heißt durch eine Gipsbehandlung, behandelt werden können. Mhm. Das hat damit zu tun, dass bei Kindern der Knochen viel schneller heilt und man nach 2 oder 3 Wochen Gips schon entfernen kann. Und das ist bei Kindern viel besser tolerabel als bei Erwachsenen, wo das länger dauert und die Gipse zum Teil bis zu 8, 10 Wochen getragen werden müssen. Das kann kein Mensch heutzutage mehr akzeptieren. Wann muss man denn Kinder operieren? Also bei offenen Brüchen. Und wir sind großzügig geworden bei Brüchen langer Röhrenknochen, also Oberarm, weniger eigentlich, aber Unterarm, Oberschenkel, Unterschenkel. Was heißt genau, Sie sind großzügig geworden? Weil wir neue Implantate haben. Die Implantate sind sehr viel sicherer und einfacher in der Anwendung geworden. Und man hat zum Beispiel bei Knochenbrüchen langer Röhrenknochen, die Knochen heißen Röhrenknochen, weil sie innen drin hohl sind wie eine Röhre, die Möglichkeit, durch kleine Löcher, solche Drähte hier, das sind Spezialdrähte aus Titan, diese Drähte in diese Röhre einzuschieben und den Knochen somit von innen zu schienen. Das ist eine relativ kleine Operation. Und dadurch ist der Knochen ausreichend stabilisiert, dass er also abheilen kann und dem Kind große Gipsbehandlungen oder langwierige Gipsbehandlungen erspart werden können. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn Sie einen Oberschenkelbruch haben, müsste der Gips vom Unterschenkel bis zum Becken reichen. Und das ist natürlich auch für ein kleines Kind, selbst für 3 Wochen oder 2 Wochen, eine absolute Zumutung. Mhm. Müssen Sie an anderen Stellen bei Kindern auch vielleicht noch ganz besonders vorsichtig sein? Sind die Körper einfach vielleicht an irgendwelchen Stellen nicht ganz so stabil? Muss man bei eventuellen Narkosen aufpassen? Muss man die Kinder psychisch anders betreuen? Wo sind noch die Unterschiede? Das sind 3 Fragen auf einmal. Also die erste Frage ist, muss man besonders aufpassen? Natürlich alles etwas kleiner und dadurch ist es schwieriger zum Teil auch die Implantate einzubringen oder überhaupt die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Grundsätzlich ist es aber zumindest der Knochen beim Kind ja deutlich elastischer als beim Erwachsenen. Er ist also widerstandsfähiger, gibt auch mal nach. Deswegen ist es eigentlich einfacher als bei einem Erwachsenen die Knochenbrüche zu behandeln. Ich sagte ja auch, es kommt auch nicht darauf an, das perfekt dann alles einzurichten, sondern letztendlich, dass man nur grobe Stabilisierung hinbekommt und dann der Rest auch zum Teil sich verwächst. Mhm. Alles andere ist natürlich schwieriger. Also Narkoseverfahren sind für Anästhesisten bei Kindern eine Herausforderung, insbesondere wenn man es nicht geübt ist. Deswegen sollten Patienten, die also im Kindesalter verunfallen, natürlich in spezialisierten Kliniken behandelt werden, wo also regelmäßig Kindernarkosen durchgeführt werden, wo Ärzte auch sind, die sich mit der Behandlung von Kindern auskennen, wo die entsprechenden Gerätschaften und Utensilien vorgehalten werden, die also auch für Kinder dann auch passend sind und nicht irgendwie mit erwachsenen Ausstattung versucht wird, am Kind dann drum zu experimentieren. Da sind Sie ja, glaube ich, in der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg auch besonders gut tatsächlich ausgestattet. Ja, tatsächlich ist ja so, dass in Heidberg die einzige Kinderklinik von Asklepios hier in Hamburg ist und entsprechend sehen wir auch überproportional viele verletzte Kinder, wobei das nicht nur Schwerverletzte sind natürlich. Welche Rolle spielen die Eltern bei der Behandlung der Kleinen? Ist es zum Beispiel wichtig, dass sie möglichst viel zugegen sind, wenn die Kleinen behandelt werden? Inwiefern können die Eltern Sie als Ärzte vielleicht auch unterstützen? Das ist ja wie bei allen Kindern, die behandelt werden. Die Eltern sind mit betroffen und leiden mit. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir Kinder, die mit Verletzungen kommen, die wir zum Beispiel operieren müssen, dass wir die sofort operieren, dass wir nicht lange Wartezeiten akzeptieren. Das ist nicht überall so. Also wir operieren Kinder auch nachts notfallmäßig. Mhm. Und damit wir die entsprechend schnell versorgen, schnell schmerzfrei bekommen und natürlich auf der anderen Seite auch schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen können. Mhm. Gibt es zum Schluss vielleicht doch noch 1, 2 allgemeine Tipps, die Sie Kindern oder zumindest den Eltern mit auf den Weg geben wollen, wie man das Verletzungsrisiko zumindest gering hält? Sie haben ein paar Sachen schon genannt, Helm tragen zum Beispiel. Was gibt es noch? Aufpassen. Aufpassen. Generell und per se. Auf jeden Fall.
auf dass Sie dann möglichst wenige kleine Patienten haben. Da bedanke ich mich erstmal für Ihren Besuch, Herr Dr. Schult, und bis zum nächsten Thema. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuschauer, auch, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Sie vielleicht noch etwas über eine andere Erkrankung oder ein anderes medizinisches Thema wissen möchten, vielleicht können wir Ihnen weiterhelfen, surfen Sie doch einfach mal rauf auf unsere Homepage www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Dort finden Sie eine stattliche Liste weiterer Sendungen, die wir für Sie schon produziert haben. Und entweder wir sehen uns gleich zu einem neuen medizinischen Thema schon wieder oder ansonsten bis irgendwann, bis bald. Alles Gute für Sie. Auf Wiedersehen.